Hallo und herzlich willkommen zu Marias Videokanal. Heute zeige ich euch leckere Kräuterbutterschnecken. Dafür brauche ich erstmal einen Pizzateig und dafür brauche ich 140 Milliliter kaltes Wasser, einen Würfel Hefe, 4 Esslöffel Olivenöl, eine Prise Salz und 300 Gramm Mehl. Als erstes werde ich die Hefe in dem Wasser auflösen. Das heißt, die werde ich jetzt erst etwas zerbröseln. Und da die Hefe ja auch noch was zum. Also die Hefe, die liebt ja Salz. Mache ich auch gleich das Salz mit dazu. Und verquirle das Ganze erstmal. So dass ich dann die Hefe schön auflöst. Und jetzt gebe ich mein Mehl. Mit meiner Hefemischung in eine Schüssel. Verrühre das Ganze ganz, verknete das Ganze kurz und dann füge ich das Olivenöl hinzu. Und jetzt füge ich langsam das Olivenöl hinzu. Jetzt habe ich hier ein kleines bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche gegeben. Und gebe darauf jetzt meinen Pizzateig. Werde das Ganze noch etwas mit der Hand ein bisschen verkneten. Und immer in die Ecken, also in dem, immer die Ecken in die Mitte ziehen, damit ihr einen schönen runden Pizzateig habt. Dann umdrehen und dann so in einer schönen runden Kugel formen. Den Pizzateig mache ich jetzt noch, bestreiche ich noch mit der Handfläche mit ein klein bisschen Olivenöl. Und dann kommt der Pizzateig, so wie er ist, in meine Schüssel zurück. Und die Schüssel, die kann ich auch gleich ein bisschen einfetten. So. Und den Pizzateig, den decke ich jetzt ab. Lasse den so bei Zimmertemperatur für 1 bis 2 Stunden gehen. Und wir sehen uns dann später. Jetzt mache ich eine schöne, leckere Kräuterbutter. Dazu brauche ich ein halbes Stückchen weiche Butter. Dann habe ich hier verschiedene Kräuter. Hier habe ich Petersilie und Schnittlauch. Und Salz und weißen Pfeffer.
Ich gebe jetzt erstmal meine Kräuter zusammen in eine Schüssel. Zusammen mit meiner Butter oder mit der Butter. Ja, meine fleißige Haushaltshilfe neben mir, die ist auch wieder mit dabei. Und sie hat sich neulich beschwert, weil ich keine Artikel verwende. Weil ich immer immer so sage. Wie seht denn ihr die ganze Sache? Schreibt es doch mal unter die Kommentare. Und wie gesagt, ich bin für jedes Kommentar offen. Und die Stimme, die ihr auch im Hintergrund hört, das ist auch meine Mama. Also meine fleißige Hilfe. Wie immer. Diese Kräuterbutter hatte ich übrigens schon mal gemacht. Das Video werde ich euch in meiner Videobeschreibung auch verlinken. Und ich glaube, ich werde euch das Rezept nochmal verlinken für die Kräuterbutter. Das Ganze würze ich jetzt noch mit Salz, wenn ich ihn aufkriege. Und Pfeffer. Mal kurz verrühren. So, jetzt kann ich weitermachen mit meinem Pizzateig. Mein Pizzateig gebe ich jetzt aus meiner Form heraus, also aus meiner Schüssel. Ihr seht, er ist wunderbar aufgegangen. Finde ich sogar, er ist besser geworden als mein anderer Pizzateig, den ich zuvor gemacht hatte. Den werde ich nochmal ordentlich verkneten. Und jetzt werde ich meinen Pizzateig rechteckig ausrollen. Anschließend wird er mit der Kräuterbutter hier verstrichen. So, und das Stückchen, ein bisschen Kräuterbutter hier, was ich hier noch übrig habe, das werde ich danach noch schmelzen. Da kommt das dann über meine Kräuterbutterschnecken oben drauf. Zeige ich euch aber dann. Jetzt rolle ich den Pizzateig sozusagen auf. Ah, halt, wartet mal, ich habe es vergessen. Ich habe jetzt hier ja noch ein bisschen Parmesankäse drüber gemacht.
Und vielleicht mache ich auch noch nachher noch oben drüber noch welche. Mal gucken. So, und jetzt kann ich den Teig aufrollen. Wartet. Schneide jetzt sozusagen 2 bis 3 cm lange Scheiben, dicke Scheiben. Danach kommen die auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. So, und jetzt streiche ich noch die restliche Kräuterbutter auf meine Teiglinge oder auf meine Schnecken oder wie auch immer ihr das nennt. Meine Schnecke. Also gut, ich gebe zu, ich benutze schon sehr oft mein und dein und meine, deine, unsere. Gibt es da nicht sogar auf Film? So, und jetzt streue ich noch ein bisschen von dem Parmesankäse über meine Schnecken. Über die Schnecken? Ja, bitte ignoriert diese Stimme, die immer dazwischen quatscht. Ich werde die jetzt nicht mehr rausschneiden, ich habe keine Lust mehr. Tut mir leid. Aber ich denke mal, viele von euch wissen das selber ganz gut, genau, wenn die eigene Mutter immer alles besser weiß. Die Erfahrung. So, und das alles wird jetzt für etwa 20 Minuten beim vorgeheizten Backofen gebacken. Und das sind jetzt meine fertigen Kräuterbutterschnecken. Die lasse ich erstmal etwas auskühlen und dann können wir uns auf einen wunderschönen Grillabend freuen. Ihr könnt sie aber auch zu einer Party servieren. Ist euch überlassen. Und ihr könnt die Schnecken auch mit Füllen, mit was füllen, womit ihr auch drauf Lust habt. Pizzafüllung oder was weiß ich. Jedenfalls, wenn euch das Rezept gefallen hat, dann verlinke ich euch das ganze Rezept unter meiner Videobeschreibung. Und habt noch einen schönen Abend und vielen Dank fürs Zuschauen.